Ich heiße Julius, bin 12 Jahre alt und ich mag sehr gerne angeln. Also ich bin Arvid, bin 11 Jahre alt. Ich heiße Emma und bin 8 Jahre alt. Und ich bin die Mutti von der Emma und wir kommen beide aus Wettin. Mein Name ist Tizian Taube. Ich bin seit circa einem Monat der kommissarische Vorsitzende vom Angelverein Wettin von der UG Wettin. Ja, ich bin der Olli, ich bin Karpfenangler. Also mein Name ist Detlef Seifert, ich bin der Jugendwart des Hallischen Anglervereins. Angle schon, seitdem ich ein kleiner Knirps bin. Also ich habe mit 8 Jahren meinen Angelschein gemacht. Und davor habe ich schon sehr viel mit meinem Opa und meinem Onkel geangelt. Ich angle schon seit meinem 6. Lebensjahr. Ungefähr 2 Jahre. Ja, ich habe das Angeln begonnen durch meinen Vater. Der ist früher immer, da haben wir noch in Baden-Württemberg gelebt, am Wochenende manchmal einfach weggefahren. Und ich wollte wissen, was der macht. Und dann hat er mich einfach mal mitgenommen. Und wir treffen uns quasi, wenn die Saison begonnen hat, mindestens einmal im Monat. Entweder zu einer Hegefischveranstaltung, zum Arbeitseinsatz, zum Raubfischangeln, Nachtangeln oder zu einer Versammlung des Vorstandes oder des Vereins. Mein größter Fisch war hier in der Saale in Karpfen von 39,75 Pfund. Der hatte ungefähr 1,12 Meter. Mein größter Fisch war von den Brassen ein 55 cm Brassen. Und von den Karpfen, da habe ich einen 60 cm Karpfen gefangen. Also hier im nördlichen Saalekreis sehe ich das eigentlich so, dass es wirklich sehr viele Jugendliche gibt, die am Angelsport interessiert sind. Das merke ich vor allem, wenn ich jetzt hier an der Saale im Wettin sitze. Da kommen immer wieder welche Kinder jetzt so zu mir und fragen, was machst du hier? Hast du schon was gefangen? Ich mag, dass man draußen in der Natur sein kann und sich auch entspannen kann. Und das Hobby Angeln verbindet halt nicht nur das Angeln als solches, sondern viel Natur, Naturschutz, Tierschutz. Und diese ganzen Sachen spielerisch Kindern beizubringen und zu verinnerlichen lassen, das finde ich als wichtige Aufgabe und darum mache ich das halt auch sehr gerne.